Hallo und herzlich willkommen bei Ralfs Unboxing. Ja, man sagt ja eigentlich, alle guten Dinge sind drei, aber bei dem Freitag der 13. Media-Box sind alle guten, in Klammern schlechten Dinge vier. Also hier haben wir dann Freddy versus Jason im Media-Book, was wir auch gleich wieder aufschneiden werden, damit wir das mal begutachten können. Wie gesagt, ich habe schon in drei Videos davor gesagt, dass ich die Druckqualität und die Qualität vom Media-Book insgesamt von außen wirklich sehr hochwertig finde und auch sehr gut. Aber von innen natürlich brauche ich eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Was ich jetzt auch schon in dem Video, glaube ich, gesagt habe. So, da haben wir hier vorne Freddy vs. Jason stehen. Ein FSK 18 Flatschen auf dem Pappschuber. Auf der Rückseite haben wir hier die technischen Daten des Films und unten den EAN-Code. Auf der Seitenansicht wieder den Blutfleck von 84 Entertainment. Ja, und jetzt geht's los. Vom Cover her wirklich mal genial. Nicht dieses Freddy vs. Jason Standard-Cover. Das ist mal ein richtig cooles Artwork mit der zerritzten Maske und oben steht dann Freddy vs. Jason. Auf der Rückseite haben wir dann das Freddy vs. Jason Standard-Cover, nur diesmal so ein bisschen Real-Farben, nicht in diesem Blauton. Auf jeden Fall vom Optischen her gefällt mir dieses Mediabook von den Vieren wirklich am besten. Hier haben wir dann den Gesamteindruck, schön in Schwarz, geht alles gut ineinander über. Und jetzt kommen wir zu dem Disc. Einmal wieder DVD-Repack, dann roter Hintergrund. Und dann haben wir hier Blu-ray Repack. Sieht diesmal mal so genauso aus wie die DVD. Auch roter Hintergrund. Und jetzt kommen wir hier zum überdimensionalen Booklet mit vier Seiten. Hier Freddy vs. Jason vorne drauf. Hier coole Bilder, bisschen Text. Auch wieder hier noch. Und das sieht wirklich sehr schön aus. Und auf der Rückseite denn das nochmal. Das sieht auch wirklich cool aus. Ja. Jetzt sind wir am letzten Video von dem Freitag 13 Megabucks. Jetzt hole ich nochmal alle nach vorne. Dann kann man sich die alle mal vom Cover her so angucken. Muss ich noch ein Stück nach rechts schieben. So. Und dann noch Freitag der 13. Teil 1. Also, wie gesagt, vom Cover her kann man da wirklich nicht meckern. Optisch sehen die wirklich sehr, sehr schick aus. Und die machen sich auch bestimmt gut. Von der Größe her auf jeden Fall zu den anderen Mediabooks. Ach, wisst ihr was? Ich hole mal eins von den anderen Mediabooks her und dann gucken wir uns mal an, ob die Größe wirklich 100%ig stimmt. Eine Minute, 37 Sekunden später. So, da bin ich wieder. So, dann gucken wir uns das mal an. Also das ist jetzt Freitag der 13. Teil 2 von den 84 Mediabooks. Da sieht man ja den Schuber drum. Da haben wir hier schon den ersten kleinen Unterschied. Der Schuber ist bei den neuen Mediabooks etwas höher und das 84-Logo ist auch ein bisschen größer, aber ich stelle die eh ohne Schuber hin. Also von daher ist das ja nicht so schlimm. So, jetzt kommen wir zum Mediabook. Ich nehme mal das letzte. So, dann gucken wir uns das mal an hier, genau nebeneinander gestellt. Also von der Größe her würde ich mal sagen, wenn wir das so gucken, sind die wirklich identisch. Von der Breite her kann man auch sagen, die sind identisch. Von der Dicke des Booklets her natürlich nicht. So von oben auch. Also ich würde mal sagen, wenn man die so jetzt vergleicht, sind die eigentlich von der Qualität her auch fast ebenbürtig. Ich würde mal sagen, dass bei diesem Teil jetzt, bei Freddy vs. Jason, die Wattierung nicht so dick ist wie bei dem zweiten Teil jetzt in meiner Hand. Nee, das täuscht, glaube ich, nur, weil bei Freddy Jason X ist die ein bisschen dicker. Also auf jeden Fall passen die super zusammen. Jetzt natürlich von den Motiven her, wenn man jetzt so guckt, das ist jetzt Teil 1 und das ist Teil 2, da passen die jetzt optisch eigentlich nicht so gut zusammen. Aber eigentlich ist es okay. Also ich bin schon mal froh, dass die jetzt von der Größe und von der Dicke her wirklich zusammenpassen. Ja, ihr könnt ja jetzt abschließend in die Kommentare schreiben, was ihr nun von den neuen vier Mediabooks haltet oder von den neuen drei, weil ja hier dieselbe Disc drin ist. Von der Verpackung her sind sie natürlich komplett anders. Könnt ihr ja in die Kommentare schreiben, würde mich wirklich interessieren. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und alle, die diese Mediabooks gekauft haben, auch viel Spaß mit Freitag der 13. endlich komplett. Und ja, ciao!